Willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben die Druiden zerstört, sie haben nichts hinterlassen und jetzt reden wir wieder mit diesem Hologramm. Neural scan complete. Analyzing. Well, it would appear initial assumptions about you were incorrect. Secondary scans during battle have revealed much. Under duress, your emotions were easier to read. Programming now instructs that I give you what you seek. So einfach. Dann fragen wir mal, warum. That information is not available. Soon you will recognize the proper course to follow. The star map is yours. This unit has now completed its primary duty and has finished with the subject. Executing final action. Activation of star map commencing. Parameters reset. Stasis initiated. End communication. Okay. Wieso gibt ihr mir jetzt einfach das, was ich will? Was für ein seltsames Vieh. Vielleicht hat er Angst um sein Leben. Ohoho. 2800 Erfahrungspunkte bekommen und einen Gegenstand erhalten. Well, well, a star map. An ancient artifact of dark side power. Can't say I'm surprised. I always knew there was something funny down here. I wonder if the star map has had an effect on the evolution of the creatures here in the Shadowlands. It might explain why it's so dangerous down here. An interesting theory, but I suppose we don't have time to test it now, do we? Now that we've got what you came for, we should be heading back up to the treetops. Okay, das ist ein weiser Rat. Und wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt hier... Ah, Item erhalten waren wahrscheinlich die Daten für die Sternenkarte und ja, ich bin zufrieden damit. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Aber jetzt haben wir hier Level Up und werden wir das auch machen. Oh, in den Attributen. Nehmen wir Stärke. Weil ich meine, was er in Stärke hat, das ist so wie, gut wie gar nichts. Master Force Focus und Master Sense. Okay, was bedeutet das denn? Mal sehen. Okay, er bekommt plus 6 Verteidigung. Ich hoffe, das bringt was. Und was war das denn? Master Force Focus? Okay, das ist natürlich auch sehr nett. Das ist sehr gut. Und Attack als Angriffsbonus. Nein, er ist ja ein Einzel, deshalb hier auch alles hoch. Blaster Bolt Deflection, nein, wir wollen ja nicht mit Blaster kämpfen. Ja, dann machen wir das da um 1 hoch. Oh, seine Kräfte dürfen wir auch um 1 erhöhen. Was macht das denn? Okay, was macht das? This power increase the physical attribute and saving throws of the Jedi and all Poppy Mender. Okay.
Und das mal. Okay, da würde ich sagen, kriegt er das da. Gut, und das akzeptieren wir so. Jetzt kommt unser kleiner Roboter dran. Und mal sehen, oh, in den Attributen, ich könnte jetzt auch hier Wille, also Intelligenz erhöhen, aber ich glaube, Intelligenz ist hoch genug. Wir machen jetzt mal Dexterity um 1 hoch, weil er schießt ja hauptsächlich mit Lasern. Skills, Computer Use, Repair, Security und natürlich Awareness um 1, oh, beziehungsweise Demolition. So ein Roboter sollte auch so Granaten gut abbauen. Battle Droid Logik Upgrade. Was ist denn das? With the real combat, the droid is able to self-upgrade its tactical reasoning and maximize its defensive potential. This feeds grants. Also für Verteidigung ist es wirklich gut. Angriffsbonus, this feed gives. Okay, weil er kämpft ja mit zwei Waffen. Ich glaube, ich habe ihm zwei Waffen gegeben. Dann soll er auch mit zwei Waffen kämpfen können. Jetzt hat er eine Verteidigung von 22. Also Respekt. Er hat eine Verteidigung von 24. Und ich habe eine Verteidigung von 17. Aha, Reflexe sind noch nicht so gut. Okay. Okay, verständlich, dass man da so viele Punkte braucht. Und der Hauptcharakter braucht Unmengen von Punkte. Ich bin Jedi-Wächter Level 5 und Soldat Level 8. Okay, Level... Also bin ich etwa Level 13 oder wie, wenn ich das so richtig verstehe. Sehr interessant, dann bin ich Level 13. So, da ich hier jetzt alles machen möchte, wirklich erfüllen möchte, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war's denn, möchte ich noch einmal Ding probieren. I'm here. Und zwar diese Bikes, an den Bikes, ihr wisst schon, da wo ich die Mandalorianer bekämpfen sollte, muss und ups, falsche Taste. Mal sehen, wir haben jetzt Quest of the Star Map. Ja, okay, das haben wir erhalten. Gut, ich habe nicht aus Versehen auf Neuladen gedrückt. Das war mir wichtig. Nun, was wir jetzt machen, ist jetzt langweilig, aber das ist jetzt wirklich warten, bis meine Force-Punkte hier sich wieder aufgefüllt haben. Von denen habe ich ja bloß 60 und er hat 144. Okay, das ist wirklich respektabel. Der alte Mann hat 144 Punkte. Mein Respekt an ihn. Jetzt müssen wir nur warten, bis sich die Punkte bei mir erholt haben. Damit ich kämpfen kann und mir vorher alle Boni geben kann. Interessant. Ja, ich würde sagen, jetzt ist es so langsam Zeit, mich vorzubereiten. Hat der Druide auch irgendwie Schilde, die er benutzen kann? Ah ja, er kann sie benutzen, okay. I'm here. Ja, du bist da. Yes. Und du, mein Freund? Okay, jetzt haben wir mal die Positionen verändert. Ich hoffe, das bringt was. You have interrupted our hunt, interloper.
inhabitants of this world could do little against us, but you appear to be a threat. Our training here will continue without your interference. Okay, ohne Unterbrechung werden wir dich jetzt besiegen. Ja, ja, wer es glaubt. Ach so, der ist von Anfang an geschwächt. Das ist natürlich, so als allererstes mal ein Stun. Dann eine Heilung. Dann Choke. Dann Wirbelwind. Und dann hoffen, dass ich noch lebe. Weghauen. Zwei normale Angriffe und eine Heilung. Und mein kleiner Druidenfreund hier. Stunray. Genau, dann wird er die ganze Zeit ihn betäuben. Okay. Okay, okay, der alte Mann, der muss jetzt Heilungen schieben. Dann wieder ein Force Shield. Dann wieder eine Heilung. Und mein kleiner Druide, der macht nicht dauernd Angriffe, sondern Stunt, Stunt, Stunt. Und ich werde danach wieder eine Heilung schieben müssen. So. Oh, jetzt ist der Druide unten, also, Oh, bitte, 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 schnell, 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 der alte Mann hält nicht mehr lange aus. Jawohl. Und jetzt müssen wir uns wieder hier hoffen und konzentrieren. Der alte Mann müsste doch noch eine Heilung raushauen können. Perfekt. Er kann. Auf die bin ich jetzt angewiesen. Weil sonst machen wir den gleichen Fehler wie vorher. Ich möchte nämlich nicht auf leicht umstellen. Das wäre für mich wirklich ein Eingeständnis, dass ich nicht auf normal schaffe. Halt, hat der wirklich eine Heilung rausgehauen? Ja, hat. Okay, das bedeutet für dich jetzt, Advanced Medipack und dann drei Angriffe. Weil, ich meine, ihr seht, ich mache nur in kleinen Schritten Erfolg. Oh, war das knapp. War das knapp, dass ich das überhaupt geschafft habe. Wow. Respekt, Respekt. Mandalorianischer Helm. Interessant, ich habe einen mandalorianischen Helm bekommen. Mandalorianische Waffe und das war's. Mehr haben sie nicht. Ein bisschen enttäuschend. Also den einzigen, den ich jetzt hier über Kids hochheilen muss, ist mein kleiner Roboterfreund. Und den Rest kann ich hier über Force, also über die Macht heilen. Zumindest ein überraschender Angriff wäre jetzt nicht mehr tödlich. Also nicht mehr 100% tödlich. Vielleicht nur noch 90. Und jetzt schauen wir uns mal an. Kann ich den Helm anziehen? Das wäre echt super. Ich fände es lustig. Nein, okay. Das ist eigentlich nur ein Beweis, dass ich die getötet habe. Da müssen wir jetzt wieder zu dem einen Jedi zurück. Jedi, sage ich schon, zu einem Wookie. Obwohl, hey, warum gibt es keine Wookie-Jedis oder Jedi-Wookies oder Wuku-Wuku oder was weiß ich, wie man die nennen soll. Jetzt fange ich langsam an rumzublödeln. Das wird dann nicht mehr schön. Das ist dann nur noch schrecklich, schrecklich grauenhaft. Das große, große Übel. Ich blödel rum. Und, And you need? Also, wir haben knapp gewonnen. Das finde ich toll. Wir haben gewonnen. Das ist immerhin etwas. Und jetzt möchte ich aber den Wookie finden. Nein. Da war er nicht, das weiß ich. Das ist er nicht, das ist der andere. Da müssen wir diese eine Klinge finden, die heilige.
ich vermute, ich weiß, wo es ist. Da ist er ja. Kraber. Ja. Okay, wir haben sie getötet. Oh, er will mir jetzt doch noch was geben. Ich habe wie ein anderer Wookie gehandelt, wie ein Wookie handeln würde gehandelt. Okay, wir haben ein bisschen was bekommen, wir haben einen Gegenstand verloren, wir haben einen Gegenstand erhalten und wir haben einen Eintrag in unserem Journal und zwar Wookie Lost. Chuhani Mission Missions Brother. Also Chief im Nöten, Bastilla, Carf. Ja, mal gucken, was wir an Gegenständen erhalten haben. Wir haben ein symbolisches Emblem bekommen oder was auch immer. Mal sehen. Mandalorianische Kampfanzug. Kalo Nords Battle Armor. Heavy Combat Suit, Ejani Light Armor. So, yeah, leichte Rüstung, Interface, Ejani Dueling, Bridge Belt, Mandalorian Data, Slaver Contract, Star Map, Kajik, The Twisted Mandalorian. Sicherheit, Beam Splitter, Bowcaster Bolt, Droid Head. Oh, Eli hat jemanden umgebracht. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Wahrscheinlich wissen wir jetzt auch, was mit denen passiert ist, die nicht mehr zurückkommen. Tachland? Was ist das denn? This gland was cut from the corpse of a Tach, a small primate. It can supposed to be powdered stimulant. Okay, vielleicht ist es was Wertvolles. Pasag Deck, Druide, Basic Charging Computer, Kleidung. Vielleicht hat er uns eine Klinge gegeben, die ich nicht. Ejani Vibro Blade, Vibro Double Blade. Okay, was auch immer er uns gegeben hat, wir sind ihm dankbar. Wir freuen uns, dass wir ihm helfen konnten und ja, sind einfach mal überglücklich. Jetzt müssen wir nur noch Fryer helfen und dazu müssen wir. Ich bin immer noch nicht ganz geheilt. And you need? Einmal eine Heilung von dir, das wäre nicht schlecht. Sehr schön, danke. Wenn jetzt meine Überzeugung und meine Intuition richtig sind, werden wir jetzt gleich auf einen wirklich großen Gegner stoßen. Und, ups, wieder falsche Taste. Und dann speichern wir einfach mal alles, um herauszufinden, dass wir doch noch wieder zurück können. Ritual Marker. Okay, ein toter Wookie. Ritualmarker, also ein ritueller Marker. Dangling Wine. Was ist das? This Kashyyyk Wine ascent high into the canoe above. There is no wine's growth has stopped at this point.
Okay, wir haben jetzt einen Kyraf dort. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Was ist... Oh, was ist das? Was ist das? Ritual Beast, also ein rituelles Beast. There are ancient symbols here. One a thought raised by a generation of Wookiee claws. Layers of moss and dirt suggest that no one has been here in many years. The beast comes when summoned. If you are generous, it comes to battle. If you are wealthy and wise, it grants you glory. If you are summoned brave, feed the beast and it will heed your call. Take wipers from the lair and tame them from the center. Obviously, it was once a place of great ritual importance. Also im Grunde stand da nur dran, dass ich das da machen sollte. Und rituelles Biest. Ach du meine Güte. Oh. Ich habe die Stunts alle aufgebraucht. Ja, stimmt, hier Uses, also die kann man jeweils nur 10-mal benutzen. Halt, den da kann man sogar 20-mal, nein, auch nur 10-mal benutzen. Das ist etwas, was ich schade finde. Awareness, also Wahrnehmung. Bonus. Feed Weapon. Battle Droids come not ready for combat. But it is still wise to invest in touched and computer upgrades to optimize performance. Ja, dass er besser trifft, das machen wir auch. Dann, ja. Angriff. Den Schild benutzen. Wie wäre es dann mit einem Flammenwerfer mal und dann wieder normaler Angriff? Ich habe einen kleinen Schluck auf. Dann werfen wir mal zwei Granaten dorthin. Und dann machen wir mal einen Lichtschwertwurf zweimal. Und hier werden wir das Gleiche tun. Einfach mal zwei Granaten werfen. Und mal gucken, was passiert. Also das Monster, was auch immer es ist gar nicht schwach. Du wirkst eine Heilung. Und dann das ganze Repertoire hier, dass wir doch noch überlebt werden. Now that must have hurt. Okay, wir haben eine Klinge gefunden. Und es hat nur oberflächlich eine Wunde verursacht und über das Schwert ist Haut gewachsen. Und anscheinend ist es das Schwert, was wir gesucht haben und sonst halt Remains. Genau. Gunjans Journal und Circle of Saresh. Gunjans Journal, also da schauen wir mal an. Was ist Gunjans Journal? Gunjans Journal, komm schon, das ist ein Datapack, wo haben wir die denn? Ich sollte echt mal einige Sachen einfach nur verkaufen oder wegräumen. Da werde ich dann das nächste Mal das ganze Team einfach ausrüsten, gucken, was wir brauchen, was wir... Was? Gunjans Journal. Of a Terrant attack on Kashyyyk and must have been... Okay, das sind diese drei Jedis, die sie auf Tentarik gejagt waren. Ich habe die
Idioten auf Korriban gelassen. Okay, die zwei sind auf Korriban geblieben. Korriban. Terrent attack wherever I find them, I will have heard rumors such as. Also jetzt wissen wir, was über dieses Schicksal über ihn passiert ist. Anscheinend, tja, wie soll man das sagen? Tod ist tot. Traurig, aber wahr. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu dem einen Wookie. Zeigen ihm, dass wir die Klinge gefunden haben. Und dann, ja, bevor ich sie ihm aber übergebe, werde ich Schluss machen, weil wir sind wieder an unserer Zeit angelangt. Und an unser Zeitlimit, was ich mir gesetzt habe pro Aufnahme. Und dann werde ich davor eben kurz beenden und dann werden wir weitermachen. Es ist schön, dass es so gut geklappt hat, dass wir so viel eigentlich jetzt auch noch erreichen konnten in den letzten zwei Aufnahmen. Das war wirklich wunderbar. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier mal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal.